Sascha Dumm, gestern noch Leverkusen, heute Cottbus, gestern noch Bundesliga, heute zweite Liga. Muss man manchmal einen Schritt zurückgehen, um zwei wieder voranzukommen? Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Schritt zurück ist. In Leverkusen habe ich nicht so oft gespielt. Hier hoffe ich, dass ich regelmäßig spielen kann, Spielpraxis sammeln kann und auch einen gewissen Teil zu einer guten Saison in Cottbus beitragen kann. Gestern in der Pressekonferenz hat Pelle Wollitz gesagt, das Starke an Sascha Dumm ist, dass er vielseitig verwendbar ist, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wo siehst du selbst deine Stärken? Ja, Fakt ist, dass ich natürlich lieber offensiv spiele, weil es natürlich mehr Spaß macht. Man hat mehr Zug zum Tor und alles. Aber es stimmt schon, ich kann linker Verteidiger genauso spielen wie links Mittelfeld. Und da, wo der Trainer mich einsetzt, spiele ich.